unterwegs mit Enak Ferlemann. Er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur und seit 8 Jahren Mitglied der Bundesregierung. Enak ist unser Bundestagsdirektkandidat für den Wahlkreis Cuxhaven-Stade. Enak, vielen Dank, dass wir heute mit dir unterwegs sein dürfen, um durch den schönen Wahlkreis zu fahren und dass du dir die Zeit nimmst, uns unsere Fragen zu beantworten. Enak, wenn Rapper rappen, Rockstars rocken, was machen Politiker? Ach, alles Mögliche. Ich höre Pink Floyd, die alten Genesis und Santana, damit fühle ich mich wohl. Rap ist nicht so mein Ding, aber Politiker sind dazu da, um mit Menschen aller Generationen zurechtzukommen, also rede ich auch mit Rappern. Ich glaube, bei vielen Jugendlichen herrscht so im Kopf dieses Vorurteil des unnahbaren Politikers. Was sagst du dazu? Ja, das stimmt leider. Vielfach wird das mir auch so geschildert, dass die meisten Menschen sogar überrascht sind, dass man als Politiker ein ganz normaler Mensch ist. Das sind nämlich Politiker. Sie sind Menschen wie jeder andere auch, wie du und ich. Und von daher gesehen ist es schade, dass junge Menschen glauben, dass Politiker so arrogant und abgehoben seien und man sie nicht ansprechen könnte. Ich bin immer ansprechbar für jede Generation. Von jung bis ganz alt, ist überhaupt keine Frage. Mich kann auch jeder erreichen, mich kann jeder ansprechen. Politik lebt vom Mitmachen, nicht vom Miesmachen. Und wir machen ja Politik gerade für die junge Generation. Es ist ja eure Zukunft, die Zukunft der jungen Generation, die wir gestalten. Und deswegen ist es gut, wenn junge Menschen mitmachen, aktiv mitmachen. Das würde ich mir mehr wünschen. Am 30. Juni diesen Jahres hat der Bundestag den Gesetzentwurf zur Ehe für alle beschlossen. Du hast mit Nein gestimmt. Warum? Ja, die Ehe ist im Grundgesetz geschützt und wir können nicht mit einem einfachen Bundestagsbeschluss mal ebenso das Grundgesetz aus den Angeln heben. Deswegen glaube ich, ist der Beschluss nicht korrekt zustande gekommen. Meiner Auffassung nach müssen wir uns in der nächsten Legislaturperiode erneut mit dem Thema beschäftigen. Deswegen habe ich auch dagegen gestimmt, weil es einfach in unserer Rechtsordnung nicht so vorgesehen ist, eine Verfassung mal eben mit einem einfachen Bundestagsbeschluss außer Kraft zu setzen. Was ist deine persönliche Zukunftsvision für den Wahlkreis Cuxhaven-Stade? Wir sind als Region sehr gut vorangekommen in den letzten Jahren. Die Wirtschaft in unserer Region kommt nach vorne. Wir haben eine Fülle von weiteren Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in unserer Region bekommen. Das ist gut gerade für die junge Generation. Die Ansiedlung des Weltkonzerns Siemens ist sicherlich ein Beispiel dafür, wie wir vorangekommen sind und weiter vorankommen wollen. Hier gilt es weiter anzusetzen, die Firmen, die Betriebe weiter zu unterstützen. Vor allem natürlich den Mittelstand, aber auch die Landwirte, dass sie sich weiterentwickeln können. Die Fischindustrie, alles was in unserer Region dazugehört. Aber wir brauchen dafür eine bessere verkehrliche Infrastruktur. Stichwort Küstenautobahn, Stichwort A26, Elektrifizierung unserer Eisenbahnlinien. Und was wir brauchen, ist eine deutlich bessere digitale Infrastruktur. Wir brauchen flächendeckende Breitbandversorgung, hier auch im Landkreis Cuxhaven. Und ich bin ein großer Anhänger der 5. Generation des Mobilfunks. Die sollte auch in unserer ländlichen Region schnell kommen. Vielen Dank. Wo du gerade sagst, für viele junge Menschen ist die digitale Infrastruktur sehr wichtig. Da stimme ich dir absolut zu. Bei vielen jungen Menschen hört man aber auch immer wieder öfters das Thema der vollständigen Legalisierung von Cannabis. Was sagst du dazu? Davon halte ich gar nichts. Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Viele Menschen kommen an sehr harte Drogen über den Cannabiskonsum. Und Cannabis ist nicht ungefährlich, was manche ja bestreiten, aber es ist so. Und von daher gesehen rate ich dringend davon ab. Ich bin also strikt gegen eine völlige Legalisierung von Cannabisgebrauch. Wo wir es erweitert haben, ist in dieser Legislaturperiode bei der Gesundheitsversorgung, wenn Menschen sehr krank sind und leiden und mit Cannabis besser zurechtkommen bei der Schmerzbekämpfung, dann bin ich sehr dafür. Das haben wir auch so beschlossen, das halte ich auch für richtig. Aber generelle Legalität bin ich strikt dagegen. Ein Politiker, ich glaube, für viele Leute ist der Arbeitsalltag schwer vorstellbar. Hast du eigentlich auch Urlaub? Und wenn ja, wo fährst du hin? Ja, sehr wenig, aber ich nehme mir auch die Zeit, mal mit der Familie zu reisen oder auch mit Freunden mal unterwegs zu sein. Ich fahre sehr gerne auf Kreuzfahrtschiffen, vor allem im Mittelmeer, aber auch in der Ostsee. Und ich liebe die Berge und deswegen ist mein besonderes Ziel immer Südtirol. Eine Frage zum Abschluss noch. Wie können junge Menschen dich erreichen? Ich bin praktisch immer erreichbar, also durch das Internet sowieso rund um die Uhr, aber natürlich auch durch meine Funktion im Stadtrat und im Kreistag bin ich viel in der Region unterwegs, in den Ausschüssen, in Arbeitsgruppen, überall kann man mich erreichen. Ich habe sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinen Büros in Cuxhaven und in Stade. Da kann man sich immer hinwenden, wenn man Kontakt haben will, ist überhaupt kein Thema. Aber so, wenn man mich sieht auf der Straße, kann man mich immer ansprechen, gerade junge Leute, ich mag das gern mit jungen Leuten zu diskutieren. Alles klar, herzlichen Dank Enak für das Interview. Ich wünsche noch weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß mit dem Wahlkampf und dann natürlich eine erfolgreiche Wahl in den Bundestag am 24. September. Herzlichen Dank, euch auch weiterhin viel Spaß. Vielen Dank.